Haben Sie es gelesen? Berlin, die Hauptstadt des rot-rot-grünen Irrsinns, will jetzt eine Migrantenquote für den öffentlichen Dienst einführen. 35%, mehr als ein Drittel aller Stellen, soll zwingend mit Migranten besetzt werden müssen. Quote statt Qualität, Herkunft statt Hochschule. Ihre Meinung dazu? Was verlangt ihr von einem Land, wo ein 150. Geburtstag in keiner Weise erwähnt wird? Ich glaube, wir haben hier noch deutsche Arbeitslose, vor allen Dingen gebildete deutsche Arbeitslose. Wenn die jetzt unsere öffentlichen Dienste mit 35% Migranten zupacken und die Polizei ist schon voll mit Migranten, dann wissen wir, wie unsere Zukunft aussieht. Ja, das ist ja beim Staatsfernsehen auch schon so, nur dass die es noch nicht öffentlich zugegeben haben. Ich habe da kein Problem mit, wenn ein Migrant, der akzeptiert worden ist und alles eingegliedert, und er hat das nötige Köpfchen dafür, dass der so eine Position übernimmt. Aber doch nicht einfach nur so quotenmäßig. Migrantenquote für die Berliner Verwaltung. Was der migrationspolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion Hanno Bachmann dazu sagt, hören Sie gleich bei uns. Außerdem, Laschet, das ist doch Merkel in männlich, sagt sinngemäß der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland nach der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden hier im 7-Tage-Deutschland-Interview. Und sein Stellvertreter im Vorsitz der AfD-Bundestagsfraktion, Sebastian Münzenmeier, kritisiert mit scharfen Worten die neuerliche Verlängerung des Lockdowns. Wer immer das Gleiche tut und was anderes erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn. Außerdem, hunderte Millionen Euro überweist die Merkel-Regierung jedes Jahr nach Marokko, in die Türkei, nach Serbien und in viele andere, vorwiegend EU-Länder. Kindergeld für Kinder, deren Eltern zwar in Deutschland sind, die Kinder selbst aber Deutschland oft noch nie gesehen haben. Merkel überweist in Länder, in denen das deutsche Kindergeld oft mehr als der Lohn eines Facharbeiters ist. Und keine Überraschung, wir zahlen jedes Jahr mehr. Dazu gleich der sozialpolitische Sprecher unserer AfD im Bundestag, René Springer. Auch die rot-grüne Regierung in Hamburg haut die Steuermillionen mit beiden Händen nur so raus. 70 Millionen für ausländische Straftäter in den Gefängnissen der Hansestadt jedes Jahr. Was jetzt zu tun ist? Wirksame Maßnahme mit 10 Buchstaben. Die ersten 2 AB. Abschieben. Dazu gleich Hamburgs Fraktionschef Dirk Nockemann. Und der AfD-Landesverband Brandenburg wird vom Verfassungsschutz beobachtet, das weiß selbst der Verfassungsschutz nicht, weil vor Jahren ein minderjähriges Mitglied der JA mal etwas nicht ganz so Passendes über den Ersten Weltkrieg erzählt hat. Kein Scherz, das führte die Behörde tatsächlich als Hauptgrund mit an. Und da es offensichtlich so gut wie keinen Anlass für eine Beobachtung gibt, verklagt die AfD jetzt den Verfassungsschutz, der offensichtlich wenig mehr als ein Regierungsschutz ist. Dazu jetzt in 7 Tage Deutschland. Am Mikrofon ist Detlef Rier. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Professor Dr. Michael Ehlicker hat ordentlich zu tragen. Um die 250 Seiten dick ist jede der Klageschriften, mit denen sich der Anwalt der AfD Brandenburg vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht gegen die Beobachtung des Landesverbandes durch den Verfassungsschutz wehrt. Ich habe ihn getroffen und ihn nach der Begründung für seine Klagen gefragt. Also es geht nicht nur um die Beobachtung, sondern es geht in allererster Linie natürlich um die öffentliche Darstellung dieser Beobachtung und auch die entsprechende Erwähnung im Verfassungsschutzbericht. Denn die heutigen Verfassungsschutzmaßnahmen gegen Oppositionsparteien sind ja nicht irgendwie wirklich der Wahrheitsfindung geschuldet, sondern es geht einfach darum, eine Oppositionspartei offenkundig hier mit Dreck zu bewerfen. Das sehen wir, wenn wir es, um zur Begründung zu kommen, etwa vergleichen mit dem bundesweit sehr bekannten Rechtsstreit der Republikaner gegen Verfassungsschutzbehörden. Da sehen wir, wie viel Material da doch bei den Republikanern vorhanden war, was wir heute also zum Teil als sehr unappetitlich ansehen würden. Und trotzdem, und die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat sich in diesen weniger als 15 Jahren seit diesem letzten Urteil des OVG Berlin-Brandenburg ja nicht geändert. Deswegen, es steht völlig außer Frage. Wir haben bei der AfD nicht solche
Dinge. Das weder auf der Tatsachenseite, wenn der Verfassungsschutz solche Behauptungen erhebt, und dann möge er die bitte belegen. Und ich bin sicher, es gibt keinen Beleg dafür. Sie haben ja eben angesprochen den Verfassungsschutzbericht und auch die Erwähnung der AfD. Das Ganze wurde herangezogen als einer der Gründe für die Beobachtung. Sie haben sich das genau angeguckt. Was steht denn da im Verfassungsschutzbericht drin? Hat das denn tatsächlich Substanz? Im Verfassungsschutzbericht ist es genau eine Tatsachenbehauptung, nämlich dass die junge Alternative die Möglichkeit einer generellen Ausgangssperre für männliche Flüchtlinge in Betracht gezogen habe. Wie ich gehört habe, ist das aber schon lange wieder aus dem Programm der jungen Alternative gelöscht. Und das ist der einzige Beleg, der einzige tatsächliche Beleg, der im Verfassungsschutzbericht wiedergegeben ist. Ansonsten sind es nur Behauptungen einer wertenden Natur, also keine Tatsachenbehauptungen. Und das ist natürlich für mich eine relativ uferlose Prosa von herabsetzenden Bewertungen. In dieser Pressekonferenz und Pressemitteilung zur Beobachtung der AfD haben wir in erster Linie sehr alte angebliche Tatsachen, unter anderem auch von Herrn Gauland, diese Vogelschiss-Aussage. Da, wenn wir uns das näher anschauen, die war damals schon verjährt, über 2 Jahre alt, und im Verfassungsschutzbericht oder bei der Bewertung einer Partei darf nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jetzt nichts eine Rolle spielen, was schon alt ist, und die Faustformel sind hier die 2 Jahre. Ich sag mal, 3 von 5 Gründen, die in diesem Zusammenhang genannt wurden, waren schon an dieser 2-Jahres-Grenze. Was die Gauland-Aussage angeht, muss man auch dazu sagen, dass er ja vorher, unmittelbar vor dieser Vogelschiss-Aussage, sich ausdrücklich zur Verantwortung der Deutschen für die Nazi-Verbrechen bekannt hat. Diese Geschichtsfälschung, die man ihm vorwirft, in dieser Art und Weise, mit dieser Tendenz, die kann man überhaupt nicht annehmen. Insofern, wenn Sie sich auch die Rechtsprechung zu den Republikanern anschauen, dann sehen Sie, dass gerade diese Zusammenhänge das Relevante sind. Und die Gerichte schauen auf diese Zusammenhänge. Dann haben wir eine angebliche Aussage eines 17-Jährigen, über das Zustandekommen eines wie auch immer gearteten Krieges. Das sagt uns diese Presseerklärung nicht. In Wahrheit ist es natürlich keinerlei Aussage über eine Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern eine Aussage, die absolut nur auf den Ersten Weltkrieg gemünzt gewesen sein kann vom ganzen Zusammenhang her. Und das wird eben halt vom Verfassungsschutz hier verschwiegen. Dann haben wir etwas, was noch von der Aktualität her in einen relevanten, also Sie sehen, es bleibt jetzt nur noch eins übrig, in einen relevanten Zeitraum fällt, ist eben halt eine Corona-Kritik, sage ich jetzt mal, also eine Kritik an Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung. Und da wird dann behauptet, ja, man wolle der Regierung ihre Rechte absprechen und man wolle die Demokratie abschaffen, weil man die Regierung kritisiert, die nun einmal ja demokratisch gewählt wäre. Und da sehen Sie diese typische Inkriminierungsstrategie des Verfassungsschutzes, dieses Jumping to Conclusions, das angewendet wird als eine Technik, um hier die Oppositionspartei zu verunglimpfen. Helmut Schmidt hat gesagt, wer auf Kritik böse reagiert, hat etwas zu verbergen. Und ich glaube, wir treffen hier genau ins Schwarze. In aller Kürze, welche Chancen haben die beiden Klagen, die Sie jetzt angestrebt haben? Also ich hätte diese Klagen nicht so vorgeschlagen, wenn ich Ihnen keine Chancen ausrechnen würde. Ich kenne halt jetzt durch die eingehende Befassung die bisherige Rechtsprechung dazu. Das ist eine sehr überzeugende Rechtsprechung. Und wir sehen eben halt, was sehr viel weitergehende
Entgleisung, und wenn man das mal sagen darf. Das kann ja auch tatsächlich mal von hier irgendeinem Mitglied oder einem Anhänger mal eine Entgleisung kommen, in jeder Partei. Aber diese Entgleisungen, die bei den Republikanern passiert sind, in einer unglaublichen Massierung, haben also ganz klar nicht dazu geführt, diese Partei als verfassungsfeindlich einzustufen, denn es gab eben halt auch viel zu viel programmatischen Stoff der Partei, der immer mit einbezogen werden muss. Das ist übrigens eine verfassungsrechtliche Pflicht. Das macht unser Verfassungsschutz ja gar nicht, weil er weiß, da ist nichts zu holen bei der AfD. Na? Dieser ganze programmatische Stoff, die immer wieder von verschiedenen Persönlichkeiten immer wieder gemachte Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch zur Verantwortung in der Geschichte und so weiter, das ist ja in der AfD überhaupt unstreitig. Und die AfD ist die Rechtsstaatspartei, begreift sich so und ist es auch. Und dass wir uns an die Verfassung halten und an die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ganz selbstverständlich. Es gibt ja nicht einmal Kritik an irgendeinem Verfassungsgrundsatz, sondern es gibt Kritik an die Regierung. Und das muss erlaubt sein. Der Wochenend-Podcast aus Berlin. Hier ist 7 Tage Deutschland. März wäre schwieriger geworden. Da sind sich in der AfD viele einig. Mit Friedrich Merz als Parteichef und Kanzlerkandidat hätte die CDU durchaus etwas konservatives Profil zurückgewinnen können. Aber Laschet? Das ist doch Mutti mit anderer Frisur. Über den CDU-Parteitag und den neuen Vorsitzenden spricht unser Reporter Tobias Weber jetzt im 7-Tage-Deutschland-Interview mit dem AfD-Ehren- und Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Herr Dr. Gauland, in der neuen Zürcher Zeitung hat man in einem Kommentar am vergangenen Montag die treffenden Worte überschrieben: Armin Laschet, ein Geschenk für die AfD. Kann man das wirklich so sagen, dass Armin Laschet als politischer Gegner jetzt in der anstehenden Bundestagswahl für Sie ein Geschenk ist? Das wird man sehen. Man muss jetzt sehen, was er tun wird. Tatsächlich ist es bestimmt so, dass Laschet am weitesten die Fortsetzung von Merkel sozusagen auf männliche Art ist. Und insofern alle Probleme, die Merkel in Deutschland gemacht hat, werden unter Laschet wahrscheinlich bleiben. Merz wäre schwieriger sozusagen zu bekämpfen gewesen, weil er manche Positionen vertritt, die auch Positionen von uns sind. Aber mir ist das alles zu früh, denn man muss erst mal sehen, was Laschet selber aus diesem Sieg macht und ob er wirklich sozusagen die Merkel-Politik fortsetzt. Ich kann es mir noch nicht vorstellen und bin deswegen auch noch nicht geneigt, ein endgültiges Urteil zu fällen. Also könnte sein, dass die Union tatsächlich ihren Kurs aus der Mitte wieder in das konservative Lager zurückschwenkt? Das weiß ich nicht, aber wenn Sie die Stimmenzahl, die immerhin für März abgegeben wurden, sehen, dann wird Laschet mit dieser Stimmenzahl umgehen müssen und wird sehen müssen, dass sagen wir mal, eine sehr knappe Hälfte einen ganz anderen Kurs wollte. Und das wird er in seine Überlegungen einbeziehen müssen. Der Mann ist ja nicht dumm. Von daher muss man schlichtweg abwarten, ehe man Urteile fällt. Wie beurteilen Sie den digitalen CDU-Parteitag? Bemerkenswert, in der Fragestunde vor dem ersten Wahlkampf tauchten 4 Frager nur auf und einer von ihnen ist dann Jens Spahn, der gar keine Frage gehalten hat, sondern eine Werberede für Laschet gehalten hat. Das war ja sehr fragwürdig, hat doch sehr viel Ärger gegeben in der CDU. Glauben Sie, dass digitale Parteitage möglich sind? Man kann ja doch sehr viel mauscheln. Ich habe den Parteitag nicht verfolgt, von daher kann ich es schwer beurteilen. Alle, die was davon verstehen, sagen, technisch sei das einigermaßen gut gelaufen. Sie haben völlig recht. Spahn hat sich damit keinen Gefallen getan. Und das ist ja aber auch von allen Seiten kommentiert worden und hat wohl mit der Digitalisierung nichts zu tun, sondern Spahn hat einfach die falsche Rolle gespielt. Man kann nicht eine Frage ankündigen und dann eine Werberede halten. Aber das hat mit digitalen Parteitag ja oder nein eigentlich nichts zu tun. Aber für Sie in der AfD ist ein digitaler Parteitag eher nicht mehr die Ausnahme, sondern Sie bleiben bei Präsenzparteitagen.
Wir bleiben bei Präsenzparteitagen. Ich halte es auf Dauer für völlig verfehlt, weil natürlich eine Parteitagsstimmung etwas ganz Wesentliches ist, sowohl für die Redner wie für die Intervention. Das können Sie alles nicht liefern beim Digitalparteitag. Von daher kann das nur eine ganz große Ausnahme sein und ist niemals etwas, was man wollen sollte. Vielen Dank, AfD-Fraktionschef Dr. Alexander Gauland. Mit einem Augenzwinker sagt er, er bleibt auf jeden Fall dabei. Laschet könnte eine Chance sein, aber es ist noch nicht sicher, ob er nicht vielleicht den Kurs in der CDU ändert. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. René Springer, sozialpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, stellte eine Frage, die vor ihm noch keiner stellte. Wie hoch ist der Betrag, den die Bundesregierung an Kindergeld für im Ausland lebende Kinder von nicht-deutschen Staatsangehörigen zahlt? Oder etwas umgangssprachlicher und konkreter, leben oder arbeiten EU-Ausländer in Deutschland, bekommen sie Kindergeld selbst für Kinder, die noch nie in Deutschland waren? Heraus kam eine deutlich dreistellige Millionensumme und ein sehr deutliches Aha, das durch den deutschen Blätterwald schallte. Geändert hat sich an der Praxis offensichtlich nichts und René Springer hat jetzt nochmal nachgehakt beim Wirtschaftsministerium. Guten Tag, Herr Springer. Wie haben die Zahlen sich denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Ja, guten Tag, Herr Frier. Die Zahlen sind erschreckend. Die wir abgefragt haben, zeigen, dass wir beispielsweise im Jahr 2015, obwohl wir auch in den Jahren davor natürlich Kindergeld schon auf ausländische Konten überwiesen haben. Aber 2015 waren es 261 Millionen Euro. Und dieser Zahlbetrag auf ausländische Konten ist im Jahr 2020 bereits auf 427 Millionen Euro gestiegen. Das ist ein Anstieg in den wenigen Jahren von 63%. Was meint denn die verwendete Formulierung Ausländer, die hier leben und arbeiten? Wird das Kindergeld auch überwiesen, wenn eben nicht gearbeitet, sondern zum Beispiel von Seiten der Eltern Hartz IV bezogen wird? Bei Hartz IV-Beziehern wird das Kindergeld mit dem Hartz IV-Anspruch verrechnet. Das heißt also, da gibt es Hartz IV-Leistungen und im Grunde auch eine vom Steuerzahler finanzierte Sozialleistung, aber eben kein Kindergeld. Tatsächlich sind erstmal grundsätzlich alle, die hier arbeiten, anspruchsberechtigt, was das Kindergeld angeht. Und wenn eben die Kinder im Ausland leben, dann hat man eben aufgrund der EU-Regeln trotzdem den Anspruch auf Kindergeld. Sie haben die EU gerade angesprochen. Nun ist ja nachzulesen, dass sich diese Regelung nicht nur auf EU-Länder beschränkt, sondern wir auch Kindergeld zahlen für kleine Türken, Marokkaner oder auch Serben. Wie erklärt denn die Merkel-Regierung das? Ja, es gibt mit unterschiedlichen Ländern Sozialversicherungsabkommen und daher rührt es auch, dass wir beispielsweise im Jahr 2020 für 692 Kinder, die in der Türkei leben, Kindergeld bezahlt haben oder für 615 Kinder, die in Serbien gelebt haben. Das resultiert eben aus diesen Sozialversicherungsabkommen. Das ist ein Punkt und es kann natürlich auch sein, dass deutsche Angestellte beispielsweise im Ausland arbeiten, die erhalten dann natürlich auch Kindergeld für die Kinder, die dort mitgereist sind und dort mit am Auslandswohnort leben. Das große Problem ist aber tatsächlich die Anzahl der Kinder im EU-Ausland. Wenn wir jetzt noch die türkischen Zahlen im Hinterkopf behalten, also diese 692 Kinder und vergleichen das mal mit den polnischen Kindern, für die Kindergeld bezahlt wird, dann sehen wir schon den krassen Unterschied. Das sind nämlich bei den polnischen Kindern 129.886 gewesen im vergangenen Jahr. Und da liegt das größere Problem. Eine doch durchaus beachtliche Zahl. Ihre Anfragen haben ja viele Deutsche überhaupt erst auf diese Praxis aufmerksam gemacht und nicht wenige finden das, so wie gehandhabt, sicherlich mehr als ungerecht. Wie würde die AfD denn die bestehende Regelung verändern, um da wenigstens so ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen? Ja, ich würde gerne auf diesen Gerechtigkeitsaspekt nochmal genauer eingehen oder ich würde es eher als Diskriminierung beschreiben. Das ist nämlich vielen, glaube ich, nicht so klar, was da eigentlich passiert. Wenn hier jemand für seine Kinder Kindergeld bekommt, dann sind das im vergangenen Jahr 204 Euro fürs erste Kind beispielsweise gewesen. Was kann man in Deutschland mit 204 Euro machen? Das kann sich jeder, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Nun bekommt aber ein Rumäne, der hier arbeitet, für sein Kind, das eben nicht hier lebt, sondern in Rumänien, ebenfalls diese 204 Euro. Was man in Rumänien mit 204 Euro machen kann, das ist jetzt nämlich eine ganz andere Nummer. Da kann ich beispielsweise die Hälfte meiner Miete bezahlen. Das wäre in Deutschland unmöglich. Mit zwei Kindern kann ich
im Prinzip meine gesamte Miete in Rumänien zahlen. Und bei drei Kindern habe ich so viel wie oder mehr als ein Durchschnittsverdiener in Rumänien. Und davon gehen eben Anreizwirkungen aus. Aber es ist eben aus unserer Sicht auch eine massive Diskriminierung. Deswegen fordern wir eben die Kindergeldzahlungen auf die Lebenshaltungskosten vor Ort zu reduzieren. Und momentan wird in Rumänien beispielsweise ein durchschnittlicher Kindergeldbetrag von 30 Euro gezahlt. Das heißt, wir wollen nicht 204 Euro nach Rumänien überweisen, sondern 30 Euro nach Rumänien überweisen, weil das den Lebenshaltungskosten vor Ort entspricht. Könnten diese von Ihnen angestrebten Regeln auch einen Einfluss auf die, nennen wir sie mal, Attraktivität unseres Sozialsystems haben? Würde, ganz konkret gefragt, mit einer Anpassung weniger Menschen nur wegen des Geldes zu uns nach Deutschland kommen? Man darf davon ausgehen, aus mehreren Gründen. A, gibt es inzwischen auch eine Studie, die recht aktuell ist, angefertigt an der Princeton University. Da hat man sich den Fall Dänemark mal genauer angeschaut und hat festgestellt, dass über viele Jahre die Sozialleistungshöhen verändert wurden, je nachdem, wer in Regierungsverantwortung war. Und man konnte einen Zusammenhang feststellen zu den Migrationsbewegungen. Gab es höhere Leistungen, kamen automatisch mehr Migranten. Oder aber man kann es vielleicht etwas plumper ausdrücken, wie Sigmar Gabriel es im Jahr 2016 getan hat, kann man nämlich in der Presse nachlesen. Ich zitiere: In manchen Großstädten Deutschlands gäbe es bereits ganze Straßenzüge mit Schrottimmobilien, in denen Migranten nur aus einem Grund wohnten, weil sie für ihre Kinder, die gar nicht in Deutschland leben, Kindergeld auf deutschem Niveau beziehen. Also er stellte dort einen ganz klaren Zusammenhang her zwischen der Höhe der Sozialleistung und der Anreize, nach Deutschland zu kommen. Und das sehen wir auch so. Deswegen sagen wir, die Senkung der Sozialleistung, in dem Fall Senkung des Kindergeldbetrags, würde vermutlich auch zu weniger Anreizen führen, nach Deutschland zu kommen, um hier Sozialleistungen zu kassieren. Und wer von Ihnen will, dass solche sinnvollen Ideen dann endlich auch umgesetzt werden können, der sorgt bitte bei der Bundestagswahl im September für eine noch viel stärkere AfD im Deutschen Bundestag. Herr Springer, Sie sind wieder mit dabei. Ich werde wieder kandidieren und die Entscheidung liegt natürlich bei den Brandenburger AfD-Mitgliedern, aber eben auch bei den Wählern, die letztlich an der Wahlurne darüber entscheiden, ob sie die AfD wieder im Bundestag haben wollen. René Springer, sozial- und arbeitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er will wesentlich weniger Kindergeld ins Ausland überweisen und damit Anreize zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme streichen, sagt er in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Herr Springer, vielen Dank und auf Wiederhören. Gerne, Herr Frier. Bis zum nächsten Mal. Es lässt sich noch gar nicht einschätzen, was der neuerliche Lockdown für unser Land und seine Menschen bedeutet. Nur die Infektionszahlen wird er vermutlich nicht dramatisch senken. Warum Merkel und den Ministerpräsidenten nichts anderes einfällt und warum Experten schon von einer Bunkermentalität bei Deutschlands noch Regierenden sprechen, dazu gleich hier in 7 Tage Deutschland nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern. Rheinland-Pfalz, zu wenig Polizei in der Fläche, Strukturreform zwingend erforderlich. Nachts sind in ländlichen Regionen die Wachen mit nur einer einzigen Streife besetzt. Verstärkung im Einsatz muss dann von den umliegenden Wachen angefordert werden. Aufgrund der Anfahrtswege dauert das seine Zeit und es kann zu brenzligen Situationen kommen, für Bürger und Polizei. Uwe Junge, der Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Seit Jahren versucht die Landesregierung mit mäßigen Zuwachszahlen bei der Polizei und den sinkenden Kriminalitätsraten in nicht schwerwiegenden Fällen die eigentliche Sicherheitslage zu verschleiern. Dabei fehlt gemessen an der Gesamtlage und der steigenden Aufgabenlast auch bei Überschreiten der Zehntausender-Marke das notwendige Personal, insbesondere im ländlichen Raum. Es wird Zeit, endlich die von mir seit Beginn der Legislaturperiode geforderte Ziel- und Aufgabenanalyse durchzuführen, um eine der Aufgabe entsprechenden Strukturreformen anzugehen. Bayern, Millionen Masken zu Wucherpreisen. Tochter von CSU-Ex-Minister Tandler hat dubiose Geschäfte eingefädelt. Die Schweizer Firma Emix hat 2020 Atemschutzmasken zu überteuerten Preisen an Behörden verkauft. In der Schweiz ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft. Und auch die Bundes- sowie 2 Landesregierungen machten mit Emix Geschäfte, die den Steuerzahler hohe Summen kosteten.
Das Geschäft wurde von der Wirtschaftslobbyistin Andrea Tandler eingefädelt, Tochter des CSU-Politikers Gerold Tandler, der in Bayern unter anderem Innen-, Wirtschafts- und Finanzminister war. Knapp 10 Euro wurde aus Steuergeld pro FFP2-Maske gezahlt. Es geht insgesamt um Hunderte von Millionen Euro. Der bundes- und europapolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Martin Böhm. Millionenfach wird Masken für knapp 10 Euro pro Stück bestellt. Und zwar zuallererst bestellt aus Bayern, dann über das Vitamin B der Tandlerschen Kontakte auch aus Nordrhein-Westfalen sowie von dem Bundesgesundheitsminister, der bekanntlich für ein Lobbyunternehmen der Pharmaindustrie tätig war. Die ehemals bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel betont zwar, selbst nicht mit Andrea Tandler gesprochen zu haben und am Abschluss des Geschäftes wohl nicht beteiligt gewesen zu sein, aber es stellt sich doch die Frage nach ihrer politischen Verantwortung sowie nach eventuellen CSU-Seilschaften. Berlin. Verfassungsschutz wird gegen die Opposition instrumentalisiert. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski hat die vorsätzliche Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes gegen die einzige Opposition in der Stadt als den größten Skandal um den deutschen Inlandsgeheimdienst aller Zeiten bezeichnet. Pazderski kündigte für den Fall einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz eine Klage und einen entsprechenden Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln an. Damit müsste die unrechtmäßige Beobachtung sofort wieder eingestellt werden, vermutlich bundesweit. Er forderte außerdem den sofortigen Rücktritt des Berliner SPD-Innensenators Geisel. Nach uns vorliegenden Informationen hat Innensenator Geisel dem Berliner Verfassungsschutz angewiesen, ein bereits Ende 2020 vorgelegtes Gutachten der Behörde neu bzw. umzuschreiben. In dem ursprünglichen Papier wurde der Berliner AfD attestiert, keinerlei Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen zu liefern, die eine Erhebung zum sogenannten Verdachtsfall rechtfertigen könnten. Diese Einschätzung habe laut Insidern beim Innensenator wie eine Bombe eingeschlagen, weil sie nicht das politisch gewünschte Ergebnis geliefert habe. In der Folge wurde der politische Druck auf die Mitarbeiter erhöht, anstelle einer neutralen Prüfung nun das bestellte Ergebnis zu liefern. Auch soll es mittlerweile zu personellen Konsequenzen gekommen sein. Der skandalöse Vorgang macht deutlich, dass die AfD im Wahljahr mit allen Mitteln diskreditiert und geschwächt werden soll. Dazu werden offensichtlich auch rechtsstaatliche Verfahren mit Vorsatz ausgehebelt. Dieses Vorgehen erschüttert unseren demokratischen Rechtsstaat in seinen Grundfesten. Thüringen. Keine Verfassungsänderung für machtpolitische Winkelzüge. Linke, SPD, Grüne und CDU denken offensichtlich darüber nach, die Thüringer Verfassung zu ändern. Ihr Ziel? Sie wollen den Landtag auflösen und vorgezogene Neuwahlen forcieren. Die Pläne stoßen bei der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag auf Kritik. Stefan Möller, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, sagte gegenüber 7 Tage Deutschland: Ja, die regierungstarken Fraktionen scheinen in Thüringen die Verfassung zunehmend als Spielwiese für gemeinsame machtpolitische Winkelzüge zu entdecken. Wer das Parlament für vorgezogene Neuwahlen im September auflösen möchte, der sollte wenigstens so viele dringende Gründe haben, dass er die eigenen Urlaubswünsche hinten anstellen kann. Ansonsten wird der politische Missbrauch dieses verfassungsrechtlichen Notfallinstruments nur umso offenkundiger. Dass Wahlversammlungen in die Ferienzeit von Abgeordneten fallen, stellt jedenfalls aus Sicht der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag kein Grund für eine Verfassungsänderung dar. Baden-Württemberg. Insolvenzen sind Alarmsignal. Deutschlands Hoteliers und Wirte haben im vergangenen Jahr wegen der verschiedenen Corona-Einschränkungen mehr als ein Drittel ihres Umsatzes verloren. Auch die Stuttgarter AfD-Fraktion fordert ein sofortiges Ende des Lockdowns und unter Einhaltung der Hygienevorschriften die unverzügliche Öffnung aller gastronomischen Einrichtungen. Die wirtschaftspolitische Fraktionssprecherin Carola Wolle wertet die Hilferufe aus dem Lebensmittelsektor als Alarmsignale für den drohenden Untergang einer ganzen Branche. Sie sagte am 7-Tage-Deutschland-Mikrofon: Maredo entlässt hunderte Mitarbeiter. Nordsee klagt über fehlende Unterstützung. Das Schoko-Imperium Arco stellt Insolvenzantrag. Wann wacht die Politik endlich auf und merkt, dass die Existenz von 2 Millionen Beschäftigten auf dem Spiel steht? Nur ein Bruchteil der Novemberhilfen ist ausgezahlt.
Nachträglich wurden die Voraussetzungen für die Unterstützungsleistungen geändert. Jetzt müssen die Unternehmer noch ein zweiteres Mal ihren Steuerberater beauftragen und bezahlen. Zudem sind die bürokratischen Hürden zu hoch und würden durch eine Homeoffice-Pflicht mit zusätzlichen Dokumentations- oder Begründungspflichten noch weiter erhöht. Das kann nicht sein. Und soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Ländern für diese Woche. 50.000 Läden in Deutschland stehen kurz vor dem Aus und werden Merkels Lockdown wahrscheinlich nicht überleben. Dazu tausende Restaurants, leergefegte Innenstädte und es jubelt nur noch der Versandhandel. Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, auch in der Industrie. Wahnsinn, nennt das der stellvertretende Chef der AfD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Münzenmaier. Im Gespräch mit unserem Hauptstadtreporter Tobias Weber hat er auch das Rezept parat, um den Wahnsinn der Altparteien zu beenden. Eine Stimme für die AfD. Spätestens zur Bundestagswahl am 26. September. Wir verlängern den Lockdown. Das ist jetzt die fünfte Verlängerung, wenn ich es richtig gezählt habe. Herr Münzenmaier, macht das eigentlich noch Sinn? Nee, das hat auch noch nie Sinn gemacht. Also ganz klare Aussage. Einstein hat es mal so schön gesagt, sinngemäß, wer immer das Gleiche tut und was anderes erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn. Und die Bundesregierung ist ja eindeutig vom Wahnsinn ergriffen. Ja? Anstatt endlich einen Kurswechsel anzusteuern und weg hin von diesen Lockdown-Aneinanderreihungen hin zu einem sinnvollen Schutz der Risikogruppen. Das wäre unser Weg und wir als AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag haben gemeinsam mit allen AfD-Landtagsfraktionen und Gruppen, die in den Landtagen sitzen, haben wir diese Woche ein gemeinsames Papier erarbeitet, was wir fordern. Wir fordern einen anderen Weg, einen Kurswechsel. Wir wollen die Risikogruppen schützen und zwar sinnvoll schützen. Das ist wissenschaftlich untermauert, wissenschaftlich belegt, dass der Lockdown nichts bringt und wir hoffen, dass die Bundesregierung irgendwann endlich einmal von ihrem Wahnsinn absieht und unseren Vorschlägen folgt. Können Sie das bitte noch mal näher definieren? Wir wollen die Risikogruppen schützen. Das heißt, wir impfen nur die Risikogruppen oder machen wir es jetzt doch umgekehrt? Wir impfen erstmal die jungen Leute und die Risikoleute, die sitzen sowieso meistens in Heim. Ja, es geht in erster Linie erstmal darum, jetzt mal völlig unabhängig von der Impfung, dass wir diese Menschen schützen, die größtenteils mit oder an Corona sterben. Und das sind Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, das sind Senioren. Ich glaube, 88% der Toten Ende 2020 waren über 70. Und da muss eben zum Beispiel, wir müssen über Sonderöffnungszeiten diskutieren, wir müssen über Taxigutscheine diskutieren, dass sich diese Menschen nicht auf dem Weg zum Einkaufen in überfüllte Straßenbahnen quetschen müssen. Wir müssen über erweiterte Teststrategien vor Alten- und Pflegeheimen sprechen, dass dort das Virus gar nicht erst hineingetragen werden kann und so weiter und so fort. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Das ist auch von Professor Dr. Schrappe und anderen und so vorgeschlagen worden. Wir greifen das natürlich auf. Wir haben das seit April letzten Jahres gefordert und bis heute ist da nichts passiert. Die Bundesregierung hat es verschlafen, da muss sich dringend was ändern. Das Irre ist ja, man hatte ja dann irgendwann ab Mai, hatte sich die ganze Lage nach dem ersten Lockdown, hatte sich die Lage dann halbwegs beruhigt, dank des Sommers, nicht dank des Lockdowns, sondern der Sommer hat das schöne Wetter war daran schuld. Und dann hat man im Mai, Juni, Juli, August, September eigentlich gar nichts auf Bundesebene gemacht. Man hätte ja längst ein Konzeptpapier erarbeiten können in der Zeit. Absolut. Also man hat weder zum Schutz der Risikogruppen etwas gemacht, was mir auch fehlt. Warum hat man denn nicht im Sommer bereits darüber diskutiert, welche Impfstrategie die richtige ist? Indonesien impft eher die jungen Leute, die mobilen, die aktiven. Hier hat man sich für das Impfen der älteren Personen entschieden. Erstmal vorneweg, klar, wir wollen, dass nur auf freiwilliger Basis geimpft wird. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber wieso hat man denn nicht überhaupt diese Diskussion in Wissenschaft und Politik im Sommer geführt, wo man sie hätte führen können. Und jetzt nach und nach sickern neue Erkenntnisse durch. Die Bundesregierung schaltet auf stur. Ich zitiere den ehemaligen BKK-Chef, der gesagt hat, es handelt sich hier um eine Bunkermentalität im Kanzleramt. Und leider hat er damit völlig recht. Und diese Bunkermentalität geht weiter. Was kann die AfD denn im Bundestag jetzt machen? Wie können sie da politisch operieren? Die anderen werden ja sowieso nicht mitmachen. Aber wie kann man denn diese Diskussion, außer bei uns natürlich, bei 7 Tage Deutschland. Wie kann man diese Diskussion anstoßen? Haben Sie eine Idee? Ja gut, also wir müssen ganz klar an die Bürger ran. Wir müssen da draußen mit unseren Ideen punkten. Und unser großes Manko ist natürlich, dass wir bisher noch so klein sind. Hier im Deutschen Bundestag mit 12,6%. Wir brauchen 25, um hier wirklich was ändern zu können. Und deswegen mein Aufruf an jeden, der das hört, gehen Sie bei der nächsten Wahl ins Wahllokal, geben Sie uns Ihre Stimme, wählen Sie die AfD und sorgen wir dafür, dass sich in Zukunft wirklich etwas ändert.
Wir wagen jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie lange wird dieser ganze Lockdown noch gehen? Was schätzen Sie? Ja, das ist schwer zu sagen, weil diese Runde des Ministerpräsidenten-Stammtisches mit Angela Merkel, dazu werde ich natürlich nicht eingeladen. Aber man muss sagen, ich befürchte, dass wir das deutlich bis in den Frühjahr hin haben werden, bis es wärmer wird, bis die Zahlen deshalb zurückgehen. Und dann wird sich die Bundesregierung wahrscheinlich noch im Sommer verkaufen als die großen Helden, die dank des Lockdowns im Sommer keine Zahlen mehr haben. Also ich befürchte, es wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Die Herdenimmunität, die man uns einmal erzählt, die ist mathematisch nicht möglich. Das ist ja sowieso die Frage der Strategie. Wie geht man vor? Wir haben gehört, die Impfungen sind die große Rettung. Das hat die Bundesregierung immer gesagt. Ich glaube, allein Berlin bräuchte bis zu 5 Jahren, um hier Berlin durchzuimpfen. Das kann eben nicht die große Rettung sein. Und deswegen befürchte ich, man wird diese Aneinanderreihung von Lockdowns, in welcher Form auch immer, bis ins Frühjahr, bis in den Sommer hineinziehen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Sebastian Münzenmaier, sagt ganz klar, schützt die Risikogruppen und beendet endlich den Lockdown. 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochenend-Podcast. Ich bin Tobias Weber. Linksgrün hat einen kaum erklärlichen Hang zur Quote. Mit vermeintlichen Paritätgesetzen sollte ja in Brandenburg und auch in Thüringen durchgedrückt werden, dass auf den Wahllisten der Parteien gleich viele Frauen wie Männer stehen müssen. Beide Gesetze verfassungswidrig, beide von Gerichten kassiert. Und jetzt Rot-Rot-Grün in Berlin. Mit einer Quote will der Senat der Hauptstadt durchdrücken, dass mehr Migranten im öffentlichen Dienst arbeiten. 35%, mehr als ein Drittel der Mitarbeiter in Ämtern und Behörden sollen. So wünscht sich das die unselige Koalition aus SPD, Linker, Ex-SED und Grünen sollen Migranten sein. Die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus hält natürlich ganz klar dagegen. Deren migrationspolitischer Sprecher Hanno Bachmann ist jetzt bei uns am Telefon. Herr Bachmann, guten Tag. Rot-Rot-Grün will also nicht mehr, dass der geeignetste, am besten qualifizierte Bewerber die Stelle bekommt, sondern oft der einen Migrationshintergrund hat. Ja, guten Tag. In der Tat ist es leider so, dass Berlin unter Rot-Rot-Grün eine Vorreiterrolle einnimmt, wenn es um politischen Irrsinn geht. Das jüngste Beispiel hierfür haben Sie gerade geschildert. Es ist in der Tat geplant, dass zumindest bei gleicher Eignung immer der Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt wird. Der öffentliche Dienst in Deutschland, auch wenn man ihn in Teilen kritisch sehen mag, ist ja doch noch eine der Institutionen, die funktioniert. Und diese Institution soll jetzt auch geschleift werden. Insoweit ist das eine reale Gefahr für unser Gemeinwesen, wenn der öffentliche Dienst jetzt solchen absurden Kriterien unterworfen wird. Wir als Bürger, wir dürfen doch eigentlich erwarten, dass für unser Steuergeld der beste Bewerber engagiert wird und nicht einer, dessen Bewerberprofil gerade mit einer bestimmten Ideologie vereinbar ist. Genauso ist das. Das ist auch in der Verfassung niedergelegt. In Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz ist die Bestenauslese verankert. Danach sind Bewerber nach Eignung, Befähigung und Leistung auszuwählen. Es ist ja nicht Aufgabe des öffentlichen Dienstes, die Bevölkerung 1:1 abzubilden, sondern möglichst effektiv für die Bürger zu funktionieren. Dann haben wir im Übrigen auch alle Bürger, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, am meisten von dem öffentlichen Dienst, der ja für sie da sein soll. Es fühlen sich, und das hat Ihre Anfrage ja ergeben, es fühlen sich verschwindend wenige Menschen bei der Personalauswahl für den öffentlichen Dienst diskriminiert. Das zeigen Ihre Zahlen. Vergangenes Jahr gerade einmal 10 Klagen wegen Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, eventuell auch wegen eines Migrationshintergrundes. Klagen sind noch kein Urteil, also man muss doch schlussfolgern können, dass in Berlin alles in bester Ordnung ist. Der geeignetste Bewerber bekommt fast immer den Job. So ist es und so sollte es doch auch sein. Genau, wir haben keinerlei Anhalt, dass es anders ist. Es gilt ja schon seit vielen Jahren das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das gilt auch für den öffentlichen Dienst. Danach darf niemand unter anderem wegen seiner Herkunft oder seiner Religion diskriminiert werden bei der Personalauswahl. Und meine Anfrage hat ergeben, dass in den letzten 6 Jahren es genau 34 Klagen wegen angeblicher Diskriminierung gab. Und das ist in Relation zu setzen zu 123.000 Mitarbeitern im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Was vermuten Sie? Warum macht Rot-Rot-Grün das? Ist das Klientelpolitik vor der Abgeordnetenhauswahl, die ja bei Ihnen im September stattfindet? Ja, das ist in jedem Fall Klientelpolitik. Die Migrantenverbände, Lobbyverbände üben großen Druck aus und Linke und Grüne wollen sich damit profilieren. Es ist aber auch ein Kaschieren der eigenen Versäumnisse, denn wenn es wenige Migranten in Teilen des öffentlichen Dienstes gibt, dann
liegt es einfach daran, dass sie nicht die nötige Qualifikation haben. Und damit sind wir bei der Berliner Bildungspolitik, die ja schon notorisch miserabel ist und die seit 20 Jahren von der SPD zu verantworten ist. Wenn wir 10% Schulabgänger ohne Abschluss haben, von denen ein großer Teil Migranten sein dürften, dann liegt eben hier das Problem und nicht in einer vermeintlichen Diskriminierung. Und außerdem muss man natürlich auch die Migrationspolitik sehen, wenn aus bildungsfernen Schichten sehr viele Menschen zuwandern, kommt man mit der Bildung von deren Kindern einfach nicht mehr hinterher, die ja auch kein Nicht-Deutsch als Muttersprache haben. Insofern versucht hier Rot-Rot-Grün ihre gescheiterte Migrations- und Bildungspolitik mit diesem symbolischen Akt der Migrantenquote zu kaschieren. Ideologie, die Berliner und durch die Berichterstattung ganz Deutschland auf die Palme bringt. Wie könnte denn die AfD, da sind Sie jetzt gefordert, die irre 35% Migrantenquote irgendwie noch stoppen? Ja, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch das Einholen von Informationen, wie ich es gemacht habe, mit meiner Anfrage, die belegt, dass es gar keinen Anhalt für irgendeine Diskriminierung in der Berliner Verwaltung gibt. Ansonsten ist es leider so, dass wir zwar theoretisch auch klagen könnten, praktisch aber nicht, weil wir das Quorum von 25% im Parlament, die dafür nötig sind, nicht erreichen. Wir sind also darauf angewiesen, dass hier CDU und FDP sich zusammentun und dann gegen ein solches Gesetz klagen, wenn sie sich noch als Opposition verstehen. Angesichts der näher rückenden Wahlen in diesem Jahr schienen sie aber schon mehr auf Koalitionsoptionen, sodass man sehen muss, ob sie überhaupt noch den politischen Mut aufbringen, gegen ein solches Gesetz dann zu klagen. Sagt der migrationspolitische Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Hanno Bachmann, Dankeschön für Ihre Erläuterung heute in 7 Tage Deutschland. Ja, sehr gerne. 7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. In Hamburg haben wir es mal wieder schwarz auf weiß. Eine Anfrage der AfD-Fraktion hat es aufgedeckt. Der Ausländeranteil in der Hansestadt beträgt 17%. Der Anteil der Ausländer an den Gefangenen in Hamburger Gefängnissen, der liegt bei 55%. Ergo, Ausländer werden in Hamburg, aber nicht nur dort, um ein Vielfaches häufiger kriminell als Deutsche. Reden wir darüber mit Dirk Nockemann, dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürger. Guten Tag, Herr Nockemann. Haben Sie denn für uns eine Erklärung für diese Zahlen? Ja, schönen guten Tag. Nun, für mich sind diese Zahlen kein Zufall. Wegen eines einfachen Diebstahls geht heute niemand mehr in ein Gefängnis. Vielmehr spielt bei den einsitzenden Straftätern sehr häufig auch die gewaltsame Begehung ihrer Tat eine Rolle. Diese Menschen kommen nun einmal aus Regionen, in denen Gewalt auch ein alltägliches Mittel ist, Probleme zu regulieren. Und gemäß dem Bundeslagebild 2019, nämlich Kriminalität im Kontext von Zuwanderung, sind die Hauptherkunftsländer tatverdächtiger Zuwanderung, insbesondere Afghanistan, Syrien, Irak, Iran und die Türkei. Der Anteil von 55%, das klingt schon erschreckend, aber die Zahlen täuschen ja, denn Straftäter mit Migrationshintergrund und deutschem Pass werden da ja gar nicht hinzugezählt. Gibt es für diesen Bereich aktuelle Zahlen? Da haben Sie recht. Fakt ist, dass keine einzige deutsche Kriminalstatistik nach dem Migrationshintergrund von Tatverdächtigen fragt. Das hat ganz klar politische Gründe. Es soll nämlich die Tatsache verschleiert werden, dass bestimmte Personengruppen überproportional zu bestimmten Kriminalitätsphänomenen neigen. Und aus diesem Grund hatte ich ja bereits 2018 einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht. Die Forderung war, den Migrationshintergrund endlich als Merkmal zur Beschreibung von Tatverdächtigen einzuführen. Denn Statistiken machen ja nur dann einen Sinn, wenn sie die Gegebenheiten der Realität adäquat beschreiben und damit auch Handlungsoptionen eröffnen. Leider wurde die Forderung mit der völlig abstrusen Begründung verworfen, die AfD sei einfach nur ausländerfeindlich. Das halte ich nicht nur für bösartig, sondern das ist auch abgrundtief dumm, denn die von mir formulierte Forderung war ja bereits ursprünglich schon 2007 auf der Innenministerkonferenz erhoben worden. Bleiben wir, Herr Nockemann, noch ganz kurz bei Zahlen. Ihre Fraktion hat da so ein bisschen nachgerechnet. Was kosten denn den deutschen Steuerzahler allein die in Hamburg inhaftierten Ausländer jedes Jahr?
Also zur Beantwortung dieser Frage ist der sogenannte Tageshaftkostensatz entscheidend, der im Jahr 2020 bei 186,61 Euro lag. Mhm. Zum Stichtag 14.12.2020 waren in Hamburg insgesamt 1023 Ausländer inhaftiert, deren Unterbringung die öffentliche Hand pro Tag 190.902 Euro kostete. Extrapoliert man diese Zahlen nun auf 30 Tage, fallen 5,7 Millionen Euro an. Und auf das Jahr gerechnet ergeben sich Kosten in Höhe von 68,7 Millionen Euro. Aus diesem Grund hat die Hamburger AfD schon mehrfach die Forderung erhoben, dass bestimmte Straftäter ihre Haft im Heimatland absitzen müssten. Aber dann kam von den linksgrünen Gutmenschen der rein ideologisch begründete Einwand, das sei ja inhuman. So wird man des Problems allerdings nicht Herr. Eine stolze Summe Geld, fast 70 Millionen Euro und das jedes Jahr, wahrscheinlich mit steigender Tendenz. Das sind in weiten Teilen ja Beträge, Sie haben es selber eben gerade gesagt, die gar nicht anfallen würden, wenn konsequent abgeschoben würde. Gibt es denn irgendein Argument, das der rot-grüne Senat ins Feld führen kann, dass man auch anerkennen könnte, warum tatsächlich so wenig Straftäter aus der Hansestadt abgeschoben werden? Nein, das gibt es nicht. Es gibt da nichts Handfestes. Die mangelnden Abschiebungen sind weniger ein rechtliches Problem als vielmehr eine Frage des politischen Willens. Und da dieser politische Willen zur Abschiebung schlichtweg nicht existiert, werden gültige Abschiebebescheide seit Jahren nicht mehr vollstreckt. Allein in Hamburg hielten sich zum 31. Dezember 2019 bis zu 8.569 Ausreisepflichtige auf, darunter 6.329 Personen mit Duldung und 2240 Personen ohne Duldung. Im gesamten Bundesgebiet betraf das, gesagt im August 2020, sogar bis zu 272.000 Menschen. Das ist politisch unverantwortlich und deutet auf eine gravierende staatliche Dysfunktionalität hin. Damit muss endlich Schluss sein. Nochmal ganz konkret nachgehakt, Herr Nockemann. Es ist nicht die Unfähigkeit, sondern es ist tatsächlich der Unwillen des Senats, warum so viele Abschiebungen bei Ihnen scheitern oder gar nicht erst versucht werden. Wir haben ja in Hamburg einen rot-grünen Senat und die Frage von Abschiebungen werden ganz klar auch ideologisch behandelt. Und genau wie bei der Frage des Migrationshintergrunds als Merkmal zur Beschreibung von Tatverdächtigen ist auch hier vor allem der politische Wille entscheidend. Vor wenigen Tagen wurde hier bekannt, dass eine Abschiebung aus Berlin nicht erfolgte, weil sich der Delinquent geweigert hatte, einen Corona-Test zu machen. Das zeigt doch, dass man gar nicht abschieben will, sondern nach Gründen sucht, um das Gegenteil zu tun, auch wenn sie noch so absurd sein mögen. Als AfD machen wir da nicht mit, sondern fordern die konsequente Durchsetzung von geltendem Recht. Dieser eine Berliner Beispielsfall war ja nur die Spitze des Eisbergs. 70 Millionen Euro, diese Zahlen müssen wir noch mal erwähnen, gibt allein Hamburg pro Jahr für Ausländer in den Gefängnissen aus. Geld, das gut eingespart und für die deutsche Bevölkerung ausgegeben werden könnte. Vielen Dank für die Informationen nach Hamburg zu Dirk Nockemann, dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten und auf Wiederhören. Ich danke Ihnen, auf Wiederhören. 7 Tage Deutschland. Und dann war da in dieser Woche noch ein Apotheker aus Gengenbach im Schwarzwald. Der hatte öffentlich erklärt, er würde keine FFP2-Masken an Wähler der AfD ausgeben. Also offensichtlich auch nicht an alte Menschen, nicht an Risikogruppen. Man könnte diesen Mann an den internationalen Apothekereid erinnern, der da lautet: Ich werde alle, denen ich diene, gleichwertig, gerecht und respektvoll behandeln. Ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihrer Kultur oder ihrer politischen Überzeugung. Oder man könnte mal kurz die Tür der Apotheke aufmachen und dem Mann das hier sagen. Der Apotheker in Gengenbach ist ein Fall für den Psychiater. Ich würde in die Apotheke gehen, eine Maske kaufen, bezahlen und beim Hinausgehen sagen, Sie haben gerade eine Maske an einen AfD-Wähler verkauft. Das hatten wir doch schon mal in Deutschland. Steck dir deine Bauarbeitermasken sonst wohin. Ich als AfD-Wähler würde zu dem Apotheker sagen, die kann er sich an die Backe schmieren, seine komische FFP2-Maske.
Ich hole lieber frische, tiefe Luft. Die sind für Feinstaub auf der Baustelle und für nichts anderes. Also ich würde mir die Maske geben lassen und dann würde ich sagen, bin Wähler der AfD und sogar Mitglied der AfD und dann würde ich einfach gehen. Er sollte doch nicht so halbherzig sein, sondern er sollte doch dann auch klar definieren, welche Wähler er seine Schweigemasken verkaufen möchte. Das würde dem Mann wahrscheinlich recht leicht fallen. Der ist nämlich Mitglied der Grünen. Und ja, ich gebe Ihnen recht, schön wär's, wenn die mal schweigen würden. Sie entdecken noch mehr Altparteien-Irrsinn vor Ihrer Haustür? Schicken Sie mir jederzeit bitte eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 030 439 70765. 030 439 70765. Das war 7 Tage Deutschland. Das war der Wochenend-Podcast für diese Woche. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 7 Tagen. Am Mikrofon war Detlef Friehe. Tschüss.